Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch einmal ein Craft-Update. Ich habe, wie verrückt, so Embellishments oder Card-Candies gebastelt mit Bottle-Caps. Da habe ich eine Ladung, die zeige ich euch jetzt erst, die kommt dann in den Shop. Und dann habe ich eine Ladung, mit der ich nicht ganz so zufrieden bin, aber vielleicht gefällt es jemand anderem. Würde ich einfach anbieten, wenn es jemandem gefällt, dann schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanalbeschreibung oder über Instagram, das findet ihr unten in der Infobox. Und dann kann man eventuell mal tauschen oder sowas, ne? Also die ich euch jetzt erst zeige, die sind nicht zum Tauschen, die sind für den Shop. Da habe ich einmal so schwarz mit Dreiecken, mit Gold und Rosa. Das sind, wie gesagt, so Bottle Caps. Darunter ist nochmal ein 3D-Pad. Die kommen in den Shop. Dann habe ich hier einmal diese süßen Lamas. Ich weiß nicht, ob ihr die gut erkennen könnt. Mit so grünen Glitzersteinen dabei. In Rosa. Und dann so ein bisschen... Ich liebe ja Hawaii. Das ist für mich so ein bisschen hawaiianisch. Das ist, glaube ich, Hibiskus. Mit so Schmetterlingen und Glitzersteinchen. Mit weißen Bottle Caps. Die meisten sind mit weißen Bottle Caps. Dann hier Erdbeeren und Cupcakes. Immer so ein bisschen designt. Gestaltet, dekoriert. Hier habe ich mal was ganz Schlichtes mit so Pusteblumen in Schwarz-Weiß. Die sind aber alle auch so ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, ob man das... Ja, so ein bisschen sieht man das. Die habe ich mit so 3D-Klebeband gemacht. Dann habe ich hier einmal in Hellblau. Da sind auch die Bottle Caps einmal Silber und einmal Blau. Aber da habe ich auch ganz viele Jellies auf die Seiten geklebt. Also hier ist ordentlich Glitzer drauf. Dann einmal Hunde und Katzen. Nicht so viel Shishi, aber das Papier ist ja auch sehr auffällig. Und da habe ich dann jeweils ein Schleifchen drauf gemacht. In hellblau bei den Kätzchen und in hellrosa bei den Hunden. Dann hier lila mit Hortensien und so Halbperlen. Leider ist mir mein Bordürenstanzer irgendwann kaputt gegangen. Sehr frustrierend. Ich bin wahrscheinlich einfach zu stark. Ja, hier habe ich so ein bisschen Candy, Eis und Donuts. Und dann habe ich hier so kleine Cabochons drauf gemacht. Passend zum Thema. Dann hier mal ein bisschen was in Grün mit grünen Schleifchen. Das ist so ein bisschen Kawaii-mäßig, dieses Männchen. Da habe ich auch noch mehr, die kommen jetzt. Da hatte ich mir mal in China so Papier bestellt. Hier einmal mit Wassermelone, ganz viel Glitzer und Schleifchen. Da die Ananas. Ananas ist ja voll im Trend übrigens, ne? Hier sind so blaue und weiße Halbperlen. Jetzt wird es noch ein bisschen blauer. Mit Apfel und Sweet. Und hier sind kleine Erdbeeren drauf und Blümchen. Die sind alle so ein bisschen kawaii. Dann habe ich noch... Einmal in Orange mit so einem süßen Mädchen hier auch drauf und dem Herzchenbriefumschlag. Und einmal in so einem hellen Gelb mit ganz vielen Jellies und Glitzer. So, dieses sind die, die in den Shop kommen. Jetzt räume ich die einmal zur Seite und zeige euch die, die zum Tauschen möglich wären. Oder wenn jemand jetzt sagen würde, ich möchte die... unbedingt kaufen, dann kann man das natürlich auch machen, aber die möchte ich nicht in den Shop tun. Und zwar ist hier das Problem, die habe ich mit Glossy Accents gemacht und mit so einem anderen, hier mit diesem Mod Podge Dimensional Magic. Die sind alle etwas gelblich geworden. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier sieht, gar nicht so gelblich aus in der Kamera. Hier unten sieht man es besonders. Aber ich wollte sie nicht wegschmeißen. Das war mir dann auch zu schade, weil irgendwie finde ich sie trotzdem süß. Ja, da habe ich einmal diese kleinen Vögelchen. Dann so ein Rosenmuster.
Ihr seht, hier ist mir auch der Kleber ein bisschen verlaufen. Meldet euch, wie gesagt, gerne. Ansonsten nehme ich die mal so als Goodies mit dabei. Hier ist der Kleber so ein bisschen faltig geworden. Das ist auch total schade. Hier habe ich auch schon mal diese gelben und orangenen gehabt. Aber ja, so richtig zufrieden bin ich nicht. Die haben dann teilweise auch Blasen gebildet. Oder hier, man sieht es, da ist das so komisch krüsselig obendrauf. Hier nochmal diese grünen. Hier auch Blümchen und Schmetterlinge. Hier sind diese Hawaii, diese Hibiskusblüten nochmal, diesmal aber mit Ananas dabei. Oh, hier ist einer kaputt gegangen, den muss ich nochmal ankleben. Der ist hier runtergeflumst. Dann, das ist richtig schade, weil die sind so süß vom Teddy hier, dieser Block. Ich denke, ich werde auch versuchen, mir den nochmal zu besorgen und die dann nochmal schön zu machen. So, hier nochmal mit blauem Hintergrund, hier ist es mit rosanem Hintergrund. Also dieser Hintergrund, nicht dieser. Dann habe ich hier auch nochmal die Lamas. Aber wenn man genau guckt, man sieht halt den Unterschied, das ist schon echt ärgerlich. Kleine pinke Teddybären und nochmal die Häschen vom Teddy in blau und rosa. Ja, wie gesagt, diese hier, die ich jetzt im zweiten Schwung gezeigt habe, sind gerne zum Tauschen da. Meldet euch über Instagram oder über die E-Mail-Adresse und ich hoffe, das Video, das kleine Craft-Update hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!